Hey, weiter geht's. Zweiter Teil zu dem Zeichen Er. Diesmal stelle ich zwei Bedeutungen vor und das sind dann auch die letzten beiden Bedeutungen dieses Zeichens, nämlich einmal Er in der modalen Verwendung und einmal als subordinierende Konjunktion Adversativ. Also A, Er, B, A, aber B. Dabei gilt auch dasselbe, was auch schon bei dem ersten, bei der ersten konjunktionalen Verwendung von Er galt. Man verbindet nicht Äpfel und Birnen oder Tische und Stühle, sondern man verbindet Handlungen oder Sätze, also Verben oder Verbäquivalente oder halt, wie gesagt, Sätze. So, der erste Beispielsatz ist aus dem Lun Yu von Konfuzius und der zweite Beispielsatz ist aus dem Muozi. Und ich habe es mal wieder kurz und relativ einfach gefasst. Wir haben auch einen Wiederholungsbestandteil drin, weil wir da ein Zi haben. Das haben wir vorher schon kennengelernt und dann können wir das hier nochmal wiederholen. So, fange ich mal mit dem Lun Yu-Satz an. Shu Kuang. Doppelpunkt und so weiter. Also, hier wird das gesagt und die wörtliche Rede habe ich dann ausgelassen. So, das Subjekt oder das Satzthema ist Shu Kuang Jiyu und Jiyu ist der Eigenname. Und was ist das für einer? Das steht davor, das ist Shu Kuang, also der Chu-Spinner oder Irre. Also irgendein Irrer aus Chu, der Jiyu heißt. Scheinbar war es zur Zeit der streitenden Reiche so, dass wohl jedes der Reiche seinen eigenen Spinner irgendwie hatte und der von Chu war halt Jiyu. So wie irgendwie bei uns auch scheinbar jede Stadt ihren kleinen Spinner hat. Ich erinnere mich an mein Dorf, wo es zum Beispiel die Frau gab, die öfters mal nackt einkaufen gegangen ist. Naja. Gut. Also, der Irre von Fu, Jiyu. Jetzt kommt's. Ge, er, guo. Das guo ist hier das eine Vollverb, also irgendwo rübergehen, irgendwas überschreiten oder übertreten. Aber wenn das, was man überschreitet oder übertritt, eine Person ist, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die auf dem Boden liegt und man drüber geht, sondern dass man nicht konkret drüber geht, sondern dass man an dieser Person vorübergeht oder vorbeigeht. Also er geht vorbei, an wem oder was? An Kongzi, also Meister Kong, Konfuzius, hier und sagt, bla bla. Und die modale Verwendung von er bedeutet jetzt, dass davor ein weiteres Verb steht, ge, und das ist dann modal zum Hauptverb. Und die Verbindung, diese modale Verbindung, wird durch das er ausgedrückt. Also singt er oder singen er guo oder singen er vorbeigehen. Und das können wir dann in einem Deutschen zum Beispiel mit dieser schönen ND-Form übersetzt, die wir haben, singend geht er vorbei. Also bringe ich das mal alles insgesamt in einen schönen Satz. Der Verrückte aus Pu, oder ein Verrückter aus Pu, Jiyu, geht singend an Konfuzius vorbei und sagt, Punkt, 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 wörtliche Rede. Und das wäre ein Beispiel für die modale Verwendung von er. So, das zweite wäre dann die subordinierende Konjunktion. Aber, Selbstaufbauschema, Verb, er, Verb oder Satz, er, Satz. Ru, wo, er, bu, cun, qi, shi. Fangen wir beim Zi an, weil das hier macht es gerade einfacher. Also wenn das davor stattfindet, dann das dahinter.
dieses E, was ganz am Ende steht, ist eigentlich nur so ein Ausrufezeichen oder so eine Betonungspartikel. Also wenn man I irgendwo sieht, kann man im Grunde genommen davon ausgehen, dass der Satz zu Ende ist und dass das eine betonte Aussage ist. Also wenn, bla bla bla, dann Huang Guo, Ausrufezeichen, dann geht das Land unter oder geht das Land zugrunde. Huang heißt sterben, untergehen, zugrunde gehen oder sowas. So, jetzt ist die Frage, was ist denn das Wenn, was davor steht? Und da haben wir Ru, ganz wörtlich hineingehen oder betreten, Guo, also in ein Land. Ich übersetze es mal jetzt einfach adversativ, weil wir wissen, dass das hier adversativ sein soll, aber Bu, nicht verneinendes Adverb und dann das Verb Zun. Zun hat relativ viele verschiedene Bedeutungen. Ich habe mal beim Hanyu Dazidian nachgeguckt. Es sind 14, wenn ich es auch richtig im Kopf habe. Und eine von diesen 14 Bedeutungen bedeutet sich um jemanden kümmern oder jemandem aufwarten, in Anführungsstrichen, jemandem Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, so nach jemandem schauen, sowas in der Kante. Und das ist auch hier gemeint. So, was ist jetzt das Objekt für dieses Prädikat? Das ist Qi Shi. Qi, habe ich ja schon mal gesagt, ist dritte Person Singular und davon der Genitiv, also seine. Bezieht sich hier auf das Guo, also seine. Shi. Shi sind die Beamten, ist nicht ganz wörtlich ein Begriff für Beamte, sondern gemeint sind eigentlich gelehrte Männer, die halt irgendwie Studien hinter sich haben und deswegen halt so ein gewisses Maß an Bildung haben. Die haben es meistens so an sich, dass die halt als Beamte in einem Staat arbeiten, so war es zumindest zur Zeit der Streitenden Reiche. Und entsprechend kann man das mit Beamte übersetzen, man kann aber auch Gelehrte zum Beispiel sagen, oder, ja, lassen wir es einfach bei Gelehrte. So. Ru, Guo. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass man ein Land betritt, sondern gemeint ist, dass man in den Staatsdienst eintritt. Und das ist, insgesamt ist das eine Ermahnung an den Herrscher oder eine Erinnerung für daran, wie man sich verhalten sollte, wenn man Ru, Guo, also wenn man in den Staatsdienst eintritt, sozusagen die Herrschaft für ein Land übernimmt. Ist also wirklich ganz konkret gemeint, dass man halt in das Land insofern eintritt, dass man den Verwaltungsapparat übernimmt, wie man das als Herrscher nun mal so macht. Aber nicht sich kümmern um oder Rücksicht nehmen auf oder gut behandeln, könnte man auch sagen, seine Gelehrten oder seine Beamten, dann bla bla bla. In einem schönen Satz und zusammenhängend, wenn man die Herrschaft in einem Land übernimmt, aber sich nicht um seine, damit sind die des Landes, Gelehrten oder Beamten kümmert, dann geht das Land zugrunde, Ausrufezeichen. Ja, und das wäre der Beispielsatz für als subordinierende Konjunktion adversativ. Genau. Ich glaube, damit hätte ich alles gesagt, was wichtig ist, und damit wäre ich dann mit dem Thema am Ende.